Sicher, die Gruppe will noch weitermachen. Damit sind primär Zengultiler gemeint. Sind alle bereit für Asiol. Also können wir das ruhig machen. Klar, ich will nicht die Schuhe ab. Shit, da ist eine Riesengruppe. Ich bin gegen irgendwas gegengerannt. Ja, manchmal hat man wirklich nette Leute. Manchmal nicht. Und manchmal hat man halt Scooby und Koja. Scooby, weil er jeden Flame, der einen Fehler macht. Und Koja, weil er einfach das hinten drum macht. Nein. In dem zum Beispiel sein Inventar immer voll ist. Nein. Immer stimmt nicht. Immer in wichtigen Situationen. Wo geht's hier zum Boss? Nein. Probier mal meinen Ginseng-Tee. Ich hatte mir neulich so eine Dose. Hatte ich das im Let's Play getrunken? Nee, ne. Eine Dose. Also, das ist doch zu Ende. Was ist das aber überhaupt mal eklig? Oder? Eine Dose grünen Tee oder so zu kaufen, zu erhitzen und zu trinken. Ich hab das recht. Okay, ich trage uns das hier ein. Und ich porte mich mal. Porten, nicht Gruppe verlassen. Ich muss den Inventar leer bekommen. Ja. Nice try to do. Verabschiede dich schon mal so von 2-3 Gegenständen. Du hast bestimmt so viel Müll im Inventar. Koja, wie viel Leinstoff hast du noch? Na, den roten Spitzhut, den mach ich. Finde ich immer voll schön. Ich habe schon mehrere Screenshots davon gemacht, aber es ist so schön. Und die Inni hier? Ne, diese Pilzformation hier am Anfang. Achso, okay. Stop. Wenn ihr was von einem Tee halten soll. Wie heißt der genau? Ginseng-Tee. Das ist doch vorher auch schon mal Ginseng getrunken. Ja, aber der schmeckt ja echt anders. Der war auch von Yogi-Tee. Ich glaube, da ist nur ein ganz bisschen Ginseng. Bei diesem ist scheinbar alles Ginseng. Der schmeckt viel intensiver. Also ekliger. Ja. Okay, hier gehen die Leute weg. Ach Mann, warum? Zu der Dose. Hatte ich gekauft. Im Shiner-Laden. Weißt du, wie Sprite oder so sah das aus? Und hieß chinesische Minze, da dachte ich, das ist bestimmt voll lecker. Gekauft und kalt gestellt und mich voll darauf gefreut und so. Ein Schluck, ja. Es hat wie Popcorn geschmeckt, aber so ganz eklig. Und oh, mir ist richtig schlecht geworden. Oh mein Gott.
Das kann sie nicht vorstellen, das heißt. Du warst. Die Schnake. Jetzt haben wir so einen Cooldown auf Charge oder so. Ich hab noch nie so eine aggressive Schnake gesehen. Und in diesem Zeug waren noch so Stückchen drin. Durchsichtig. Das war ganz komisch. Spinneneier. Und als ich das weggekippt habe, habe ich das gesehen. Das sah voll lecker aus. Als wenn das sowieso. Ah, keine Spinneneier. Nein, keine Spinneneier. Das waren viereckige Stückchen drin. Ach, glaubst du, bei den Spinnen gibt's keine Launen der Natur? Schau ich hier nicht. Oh, Dude, seriously, gibt's ja auch mal Gear für uns? Ich weiß, war der erste Boss war. So ein bisschen erinnert mich der Gesenkte an das Zeug. Aber nur vom Geruch. Und vom Geschmack. Ja, da unten sieht man jetzt ein herrliches Schauspiel. Ach, Mr. Pazifist. Das ist ein herrliches Schauspiel, ist, für dich. Es ist nur natürlich für mich. Ach, und wenn ich arme, unschuldige, wehrlose Hordler massakriere, das ist da keine Natur. Sei froh, dass ich sie nicht fresse. Die Natur es vorgesehen hat. Den Starken fressen die Schwachen. Den Starken fressen die Schwachen. Scooby, die machen Mana-Burn. Ja, war nicht meine Idee, alle zu pullen, ja. Meine auch nicht, Scooby, aber wer ist denn reingecharged? Ich bin nur in die erste Gruppe reingecharged, die anderen kamen ohne Charge. Ja, Scooby, so macht man das aber eigentlich nicht. Hat doch funktioniert. Der Typ war eigentlich die ganze Zeit tot, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Und ich habe kein Mana mehr jetzt gegeben. Nicht mal so ein bisschen. Ich habe nichts zu trinken. Hat jemand was zu trinken? Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich liebe dich. Oh, er hat... What the fuck? Damit hat die... Oh, ich komme. Ne, den machen wir erst kaputt. Scooby, ich habe kein Mana. Ja, ich warte halt. Ich muss hier kurz noch so ein Massaker-Schauspiel begutachten. Ja, hast du fein gemacht. Das ist meine Hand und keine Schnake. Oh, jetzt. Die Katze die Schnake fassen. Ja, die ist ja weiter an der Wand, hat die Session gemacht. Kater ist vom Stuhl aufs Bett an die Wand gesprungen, weil das Ding weggeklatscht. Tiger hat hier auch gestern oder vorgestern eine Motte gejagt. Oh mein Gott. Von einer Seite zur anderen. Und dann verliert sie die mal wieder aus den Augen. Ja. Läuft zur falschen Seite. Ich finde gut an Tiger, dass sie wirklich noch diesen. Also, dass sie auch so richtig jagt. Ja. Oh. Gut, der ist weg. Bei unseren Katzen ist es eher so, wenn er so eine kleine Minispinne ist, ja, flippen die total aus und machen das zur Jagd des Jahrhunderts. Und erwarten dann auch, dass man die lobt, als hätten die die Welt gerettet. Der Tiger, die jagt ja auch Vögel. Und auch Drosseln und Amseln. Oh, oh mein Gott, jetzt sieht er gerade irgendeinen Fussel und denkt, dass das die Schnake ist. Aber ich glaube, er hat die Leiche schon längst auf meinem Bett verteilt. Die Leiche, das ist selbst nur bei Menschenleichen. Bei Tieren nennt es Kadaver. Cool, ein Kadaver ist immer noch einigermaßen intakt. Eine Leiche oh auch, Scooby. Das stimmt nicht. Sieht man ja hier. Oh, surprise, surprise. Leder. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was schon? Man kann diese da nicht Pilzformation? Rein. Nee, dieser Wasserfall. Oh.
Let's do it. Jetzt bitte auf einen epischen Sturz gefasst, Mann. Man kann ja übrigens auch sterben. Wow, so schön. Wow. Ja, das ist mir schon tatsächlich gelungen. Nein, wir meinen nicht diesen Trick mit dem Todesritter. Der eisige Füße oder eisige Fahnen macht, ich weiß nicht. Nein, wie ist hier aufgeschlagen. That's so funny. Ja, so eine Stelle gibt es auch in der Eiskrone. Da ist ihm auch schon gelungen. Ja. Oh, ich muss da ein Stevia reinmachen, ne? Ist ja ungenießbar. Ja. Du warst ja fast voll. Ja, und jetzt bin ich ganz tot. Ganz tot, kannst nicht mehr wiederbelebt. Nein, mit ganz tot meine ich tot. What the fuck war das denn? Ich schau mal. Oh Gott, jetzt bin ich mit meinem Kopf so in einem Bildschirm gegangen. Das Teel ich ja in meinem Kinn war und nochmal. Ich hatte das eben auch schon mal in der Hand, wenn du fast draus getrunken, wenn es nicht so heiß gewesen wäre. Sind sie WoW-Sicht? Ja, Quatsch. Mann, ich weiß nicht genau, vielleicht liegen diese Leichenteile von der Schnarke doch nicht auf dem Bett, weil irgendwas sucht der Kater noch. Jetzt hat er sie nicht erwischt. Also er hatte sie eigentlich schon, also irgendwas hat er auf jeden Fall auf den Boden gezerrt. Jetzt nicht dicht machen. Cool. Auf den Boden gezerrt. Durch Widerstand geleistet, die Schnarke. Also zumindest hat der Kater so eine Session draus gemacht, als hätte die Schnarke Widerstand geleistet. Übrigens, diesen Bossfight hier finde ich eigentlich ganz cool. Erinnert mich so an Bosscamp von so alten Spielen. Weil der Boss, sag ich mal, seine Schergen reinschickt und so. Ziemlich cool eigentlich. Und ich muss mich gerade dran erinnern, ja. Für diejenigen, die es kennen, den ersten Boss von Legend of Zelda Ocarina of Time, ja. So scheiße gruselig. Das hab ich nie gespielt, das war für eine 64. Ja. Ich hatte nie einen. Mein Gott. Dafür hättest du einen Gameboy. Ja. Früher als ich einen N64 hatte. Und du hattest die blaue Edition von Pokémon, ne? Was willst du damit sagen? Ich fand's so nett von dir, dass du mir die mal ausgeliehen hattest. Es hat mir auch nichts ausgemacht, dass du mich nur als Levelbot benutzt hast.